Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen und guten Abend. Willkommen bei Panoram 32 oder ehemals Gameaholic, je nachdem wie ihr es gerade sehen möchtet. Willkommen bei Let's Play Captain Spirit. Wir haben ja schon in der Vergangenheit gerne das Spiel Life is Strange gespielt und natürlich Before the Storm auch. Und jetzt haben wir hier das nächste Spiel aus dem Hause Dartenaut. Und haben hier The Awesome Adventure of Captain Spirit. Wir spielen mit deutschen Untertiteln, aber das Menü und die also das Gerede, die Story selbst ist natürlich im Englisch. Also auch für unsere englischen Zuschauer, hello to Captain Spirit. Und wir werden auch nicht lange reden, wir werden einfach direkt mal reingehen. Es ist ein kostenloses Spiel von Steam. Dort könnt ihr das euch selbst runterladen und euch das nochmal selbst anschauen. Falls euch die Entscheidung, die ich treffen werde, euch nicht gefallen, spielt es selbst. Und deswegen, neues Spiel. Bin so gespannt. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. Been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. No, it's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? Ah, da haben wir direkt schon die erste Auswahl. Oh, ich merke gerade, ich muss wahrscheinlich... Mal gucken. Oh ja, ich muss mit Controller spielen. Gut, dann tun wir das mal eben. Während der Junge da noch ein bisschen für sich hin überlegt. Ach, das ist eine schwere Entscheidung. Während ich mir meinen Controller hier nach oben holen, muss er sich entscheiden, ob das eine Maske oder ein Helm ist. So, da bin ich. Wir spielen jetzt also mit Controller.
Verwende Taste, um antworten zu wählen. Ah ja, schön, dass du mich dran erinnerst, spielt. So, ich bin aber immer so ein Fan von Masken. Maske. Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Leichte Rüstung, schwere Rüstung. Wir sind Captain. Und ein Captain ist natürlich gepanzert und ist mächtig und wir sind der Captain. Captain Spirit. So cool. Yeah. Should he be dark or colorful? Dark, Captain. Er ist ein dunkler Deck, Captain, aus dem Weltraum. Pow. Shark Attack. Beware, Mantroid. Watch out. Captain Spirit is ready for battle. Ja, das ist doch mal ein Captain, oder? Mit voll den Spikes drauf. Das ist okay. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. So, ich kann jetzt an der Stelle, glaube ich, den Charakter übernehmen. Jawohl, ich kann die Kamera bewegen. Mit den Resten Joystick kann ich das. I can do a training session with my power. Was ich schon mal ziemlich awesome finde. Dass sie könnten hier die Avenger sein oder so ähnlich. Auf seinem T-Shirt. Genau, wir schauen uns erstmal um. Da unten zum Beispiel, guck mal, hier unten haben wir. Was haben wir da? Die Power Beer. Gehen wir da mal ein bisschen mit. You can't win this battle, Noctarius! It's already over, Power Bear! Don't let Mantroid control you! Nobody controls me! Mantroid is my leader, and he wants you to die! Give up now! We don't have to fight! You're not the boss of me, Power Bear! Warum Mantroid schließt sich unser Team an? Ach komm. Wir wollen alle zusammen sein. Wir wollen alle die großen Helden sein. You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy. Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar. Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? Okay. I'm sorry, Noctarius. We want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Der Junge weiß Bescheid. Der Gute braucht seine Feinde. Ohne Feinde geht's nicht. Ow, my back. How did you do this? I can't move. Captain Spirit. Please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't, Captain Spirit. Okay, wir könnten ihn jetzt freilassen oder vernichten. Wieso kann ich nicht darunter gehen? Erinnerung verwendet die Kraftaktion. Ah, ihn vernichten. Okay. Release him, Power Bear. Oh, yeah. Captain Spirit's got your back, loser. He decided to spare you. That's a real hero. Now go back to your master. Mantroid will get his revenge. For me! Thank you for keeping me from the dark side, Captain. Wir sind der Gute. Okay, was haben wir denn hier noch? Oh, guck mal.
Ja, Papa, ich komme gleich. So. Be right there. So, sind wir da. So glad I did my English homework already. Miss Stroud's pretty nice. And she likes my stories. Okay, was haben wir hier? Mentros Team. Every superhero team needs a supervillain team. Ja, super. Okay, was war hier? Hier war die Zeichnung. Watch out, supervillains. Today I make my own superhero costume. Oh, ich will gerne sehen, wie das bastelt. So, was haben wir denn hier noch? Da, ein Tattoo. It is time for my secret tattoo. Only my team will know what it means. Okay. Ah, wenn denn. Klebetattoos. haben wir alle gemacht. Komm. I can take the pain. At least I don't have to use any needles. Haben wir alle gemacht. Komm. Seid. I mean now. Ja, ja. Ach ja, komm. Give me one second. Your time is up. Man, I wanted to go to that. Papa, nerv nicht. But Dad had to watch the playoffs. Okay, Super Bowl, Super Comic Store, okay. Was steht da? Super Comic, Spielzeug, Comic, Spiele, Angebot 10 bis 50% Rabatt, okay. Super Comic Land, Eve Eugen, 11. In Oregon, okay. Machen wir weitere Details auf supercomics.super. Da müsste man jetzt eigentlich mal googeln, ob diese Seite existiert, aber ich glaube, es gibt keine Endung mit Super. Aber na gut. So, ich will die noch gucken. So, wir gehen jetzt gleich zu Papa. The secret treasure is buried out there in the wild. Now I have to locate the second part of the map. Okay, Schatzsuche. Okay, wir gehen jetzt mal nach Papa. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Also wirklich so viel. Okay, das werfen wir noch. Komm. Den werfen wir noch. Oh, schlecht, Junge. Airball. I should ask Dad to show me again. Okay, wir gehen zu Papa, weil sonst, ich glaube, der bringt uns um, wenn das gibt nur Ärger. Adventkalender, Eidessen. Advent, ein Lichterbrett. Jeez, good job, Chocolate Hog. Ach, ist schon leer? Haben wir auch alle gemacht. Okay, wir gucken mal im Schrank. Neugierig. Captain Spirit! Anziehen! Als Captain Spirit muss man natürlich ordnungsgemäß sich kleiden. I can feel the energy flow through me. I have the power. Ja. Okay, that's a good start. But now it's time to build the rest of my costume. Ja, ich komme ja schon. Es gibt nur Mecker. Ich würde am liebsten alles begutachten. Es gibt nur schwarze Eier. Hey, Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Okay. Lass den Jungen spielen, ich will wieder ins Kinderzimmer. So sieht meine Pfanne auch aus von unten. Okay, es gibt Ei. Oh, lecker Ei. Ei mit Rührei, Ei mit Rührei. Ja, super. Daddy, erstmal ein Bierchen am Morgen. Läuft bei dir. What'd you expect, a waffle? Okay, ich mag die von Mama. I just like sunny side up. Like Mom used to make. Yeah. Me too. But that's not gonna happen. I know. Was ist mit Mama passiert? You can't keep saying, Mom used to do this or that.
I know more than anybody, Chris. I know. Okay? Yeah. Okay. Wollen wir ihn darauf ansprechen, dass er trinkt als kleiner Bub? Also ich habe mich da nie interessiert. Also ich fand es zwar immer komisch, dass meine Eltern, wenn die getrunken haben, aber der Junge ist, keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Also ich bin jetzt erstmal der Meinung, als Junge fragt man sowas nicht. Deswegen mache ich erstmal hier Plan für heute. So Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today I bet we win. Now that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Du bist cool. Like a rebel. Lecker Papaya. Hey, is your arm? Okay. Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Hat das gemacht? Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. It makes me sad that you got hurt. It's not that bad. I'm fine. Okay. Won't bother you anymore. Wer war's? Warst du das? Hast du deinen Bruder geschlagen? So you must be excited for Christmas. Immer, du auch. Oh yeah, are you excited too? I don't know. Santa probably put me on his naughty list this year, huh? Nah, Santa says you still get a present. What do you want? Whatever makes you happy, Chris. That's the best gift ever. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. Okay. If I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Der kleine Fingerspur, der ist unbrechlich. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Deiner Fingerspur, Papa. Denk dran. Erstmal die komischen Eier darunter. Ach, Junge. Was für Probleme hast du? Papa hat Probleme, er trinkt sehr viel Alkohol. Okay, what would Captain Spirit do? So, Captain Spirit würde zum Beispiel, aber ja ein guter Captain sind, zum Beispiel dich vernichten, wegwerfen. So. Pulverisieren. Na, ich glaube, das würde nur Ärger geben, also werfen sie weg. Drink up. Come on! Oh yeah! Score! Eine super Aufgabe, okay. Was steht denn da? Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen, vielleicht finde ich was. Was ich brauche in der Nähe. Okay. Dann Captain Spirits Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karten zusammenfügen.
Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören. Nur ich kann ihn aufhalten. Okay. Was ist das? Ich kann meine Zielsicherung mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Okay. Können wir auch machen können. Ja. Gut. Das machen wir später. Wir gucken jetzt erstmal. Right. Was ist denn hier alles? Aber du hättest auch mal aufräumen können hier, wenn du gekocht hast. Eine Mikrowelle. Will ich ein guter Sohn sein und spülen? Ach komm, wir haben schon lange nicht mehr gespült. Ja, mehr Spülung! Bravo. Jesus, what was that? What the hell are you doing in there? Oh, Papa, ich wollte eigentlich nur spülen. Schade. Es tut mir leid, Junge. Zeit, was steht nachlesen. Boring. Wir lesen trotzdem. Kinder. The Great Northwest. Lokale Polizei sieht weiterhin Proteste nach dem Tod durch Erschießen. Kleine Unruhe und Proteste wuchsen einen Monat nach der ungeklärten Tod eines Mannes aus der Gegend unter eines Polizeibeamten weiter an. Die Polizei gab noch keine amtliche Stellungnahme heraus. Doch Quellen zufolge wurde der Mann von der Polizeibeamten erschossen, während die Todesursache des Beamten weiterhin unbekannt ist. Okay. Die Polizeibehörde von Seattle wurde von Bürgerrechtsbewegungen beschuldigt, deren Vorfall falsch gehandhabt zu haben, was zu der öffentlichen Proteste und Unruhe führten. Okay. So, was haben wir denn hier? Vorräte? Okay. Are you serious? So, hier. Mutzige Wäsche. In die Waschmaschine. Now you will learn your lesson and stay clean. Wow. Hab seit Wochen trockene Augen, das ist echt schlimm. Oder seit Tagen, ja. Waschen. I hope I set this right. Damn, you're on fire. Ja, und wenn nicht, gibt's gleich Stimmflut. Yay! Ich find's ja schon mal Hammer, dass du überhaupt sowas machst. Ein Leppi. Ein Brief. I need a PIN code. What is it? Ja. Okay, da ich hier nicht weiß, drei Versuche hat man ja immer. Lesen. Ja, verstehen da. Lieber Charles, wir wollen dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeutet. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily uns gegangen ist. Das wird wahrscheinlich die Mutter sein. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe, so wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in eine Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat, Gott sei Dank. Bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubt, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen. Oder wie lange auch immer du brauchst und dass du eine Selbsthilfegruppe beitrittst. Aha, okay. Open your goddamn eyes! That was a goddamn carry! Papa ist also harter Alkoholiker und Choleriker, supi. Der Junge, kein Wunder, dass er sich als Captain kennt. My hot dog, man. Schließen Sie sich der Revolution an. Wollen Sie mit Hot Dog Man spielen? Machen Sie ein Foto von Ihr Kind bedeckt mit Senf und schicken Sie es. Ah, ja, komm her, mein Junge, komm her, er hat mal eine Flasche Ketchup auf dich drauf. Oh, geil, ernsthaft? Es gibt jeden Monat viele exklusive Hot Dog Man Spielzeuge zu gewinnen. Really?
Wer besprüht? Oh Mann, das war ernsthaft. I can't see Dad selling homes. So, nehmen Sie Ihre Zukunft ernst. Werden Sie heute einen Immobilienmakler. Unser 10-wöchiger Kurs, bitte alles, was Sie brauchen, um mit dem Verkauf von Häusern zu beginnen und Ihren Traum wahr werden zu lassen. Lisa Avena ist die Nummer 1 der Immobilienmakler in Nordwesten. Trat auf der NPR auf und wurde zur besten Maklerin 2015 gewählt. Klicken Sie hier, um sich anzumelden, um 10% Rabatt zu erhalten, okay? So, ja. Wow, is he getting us tickets again? Best dad ever. So ein Held auf der HeldenCon 2017, also letztes Jahr. Komm vorbei, ey. Portland HeldenCon 2017. HeldenCon 2017, 15. 17. Januar, Portland City Center. Über 1000 Gäste, Rentner und Händler. Sei ein Held, registriere dich heute. Ah, ich glaube, der will. Ah, ich war noch nicht fertig. Ich war zu schnell. There. So, da. That would be a blast being a freight hopper. Choo-choo. Choo-choo. Okay. Von der NV Railway. Haben nicht. Okay. Und alle Angestellten. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstelle in Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich in Zügen in der Gegend springen. Oh, das ist doch. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen Sie sich nicht auf eine Konfrontation ein. Sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, in die diese Gruppen involviert ist, melden Sie diese umgehend Ihren Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben, bla 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 und so weiter. Okay. Noch ein. Oh, those are Dad's pages. Statworld. Suche, Spieler, Team, bla bla bla, Lücken, registrieren, Vorhersagen und so weiter. Okay. Gut. Was haben wir hier? Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh yeah. Cool story, Dad. Bravo's Pizzeria. Könnt's auch so machen, weil es ist eine ganz komische Schriftart. Reynolds. Wer ist denn Reynolds? Und Papa's Handy, okay. Also ich sehe hier eigentlich nur eine wichtige Nummer drauf. Und das ist die Pizzeria. Okay, Telefon. Na. So, was haben wir hier noch? That's going shopping. Zucker. Heißt das Paper? Batterien, Kaffee, Bier, Milch, Barbecue-Chips, okay. Paper? Hier, Tatsache. Ist komisch geschrieben. So, aber der Junge braucht Eiscreme. Eiscreme! Let's see. What do we need? Eiscreme! Wenn er Bier trinken will, ich mein Eiscreme. So. Postkarte. I've never seen a beaver around here. Best dam town in America. Beaver town. So. Einen Kühlschrank können wir auch mal öffnen. Captain Spirit. Cheesecakes! Cheese Macarino. Essensreste. Aha. Was ist? Ah, Milk. Also Hunger habe ich jetzt gerade sozusagen nicht, würde ich sagen. Das ziehen wir uns auf, aber das tun wir weg. Blech, das sieht ja schon ekelhaft aus. Sieht ja schon richtig blech. Papa, sowas hebt man. Na, Papa, sowas tut man nicht aufheben. Sowas ist ekelhaft. Mach weg. Ich will das wieder machen. Superman! Green things are flushed into space. Yay! Schütz, okay. Ne, so. Dann gehen wir mal gucken, was wir hier noch so haben. Also. Papa, guck vor. Oh yeah, that's how you dominate. That's it. And that is why how does you he drink that if it just makes him mad? On fire all night. I see what you're doing. Stop it. I didn't do anything.
Hat nicht funktioniert, Kleiner. Das hat leider nicht funktioniert. So, Papas Zimmer. Aber erstmal hier gucken. Was gibt denn hier an? Ein U-Boot. The Yellow Submarine. Alles klar. Oh, was ist das? Ein Comic. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Hot Dog Man. So. Jellenhafter Hot Dog Man. Allein um. Vergessen ist das Ende von Hot Dog Man. Man, I love this issue. Super Tipp. Hoop hoop. Hot Dog Man, alleine. Ich werd nass. Nass Süßchen, traurig. Hoop hoop. Da kommt die Senfflasche. Oh, wie glücklich. Yeah. Steigt ein, fahren nach Hause. Wish I could draw like this. Freuen sich, haben dann hier dieses Kette, Katzenliter. Nee. So, aha. Mac, Birch, Mac. Oh no, not him. Wo Blut? Gott. Das zweite Bild von rechts, das sieht so ein bisschen verstört aus. I gotta crush you like peanuts. It's over, wait. So, you're Mustang too. I like mustard. I'm going to empty you big time. Okay. Sticky. Kassierer. Spiegel. Lutz. Interview. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Wir geben sie ihnen. Ich werde Metroid vernichten. Ja, okay, wir haben ihn vorhin versucht zu retten, also zumindest einen Schurken von ihm. Also nein, wir werden ihn diesmal vernichten, weil die wollen ja nicht gerettet werden. My message is that Mantroid will never win. And I will find you. And I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? The only hero I have is me. That's good to know. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice. And always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Yay. Was für coole Sachen da hat. Jo. Das war das Interview. In the fashion. Jeez, where is the heat? I bet the water eater is sleeping again. Der Wasserfresser, meinte der Boiler. Okay. Gehen wir mal nach Papa rein. Schauen wir mal bei Papa. Am Telefon gehört. Hey, can you get that? Ja, ich. Da will man einmal und dann, ne? Ja, ich gehe ja schon. Ich komme ja schon. Papa guckt Fußball. Chris, answer the phone, please. Ja, geh du doch mal dein Football gucken. Ich mache ja schon rangehen. Hello? Good morning, sir. How are you this glorious day? Wir kaufen nix. Okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus. Oh my God. Righteous Lord. Zeug Jehovas. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? We're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak?
Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Richtige Sache, richtige Sache. Immer diese Zeugen, ja, ja, ja. Lass uns doch nur Gott in die Welt reden. Oh, Bücher, Bücher, Bücher. Hier fangen wir ja gar nicht dran. Was ist denn hier? Bücher? I wish I could have gone on a hike with Mom. Freaking hiking troll of origin, okay. This has to be Mom's. She liked art. Teen Spirit Theater. Okay, dieses Bild kommt mir so ein bisschen bekannt vor aus dem ersten Life is Strange Teil. Schwarz-Weiß-Fotos, naja. Okay. Machen wir da ein Foto. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Okay, Nick ist wahrscheinlich der beste Freund gewesen von unserem Papi. Eine... Na, wollen wir Papa einen an den Kopf schießen? Was würde passieren, wenn wir das machen? No, no, no! Doch, 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 doch. Komm, durchladen. Zielen. Headshot. Oh, cheap shot. I'm going down. Yeah, Papa ist tot. You can't kill the zombie jock. No way. That was a headshot. I am a super zombie. Well, I'm a superhero. Can't argue with that. Zombie down. Vincent's Spirit strikes back. Vincent klappt das. Also der Vater ist Vincent nicht so ein Akroman. Also das zumindest was sein Sohn angeht. Finde ich schon mal gut. Er macht mit. Hätte ich aber auch gemacht. Hmm. Let's check this Cities out. Of the Pain. 50s. Western Movies. Oh, hier steht jemand tierisch auf Western. Kann das sein? Ooh, that looks scary. I should read that. Hat was das Bild. Okay. Schauen wir mal weiter. So, gehen wir jetzt nochmal in Papa rein. Papas Zimmer. Ich will jetzt gucken. Weder ruft jetzt nochmal jemand an. Wo sind die Pornos? Okay, was ist das? I'm too old to be measured now. Right? Nein, du bist nicht so groß. Was steht denn da? Lass mal gucken. 7 Jahre. 6 Jahre. Suite 5. 4, 2. 11 Monate. Okay. Der Schrank steht schon etwas länger da. Locked. Warte, I wonder what Dad keeps in here. Das ist eine einfache Tür. So, erstmal Plattenspieler. Ansehen. Was sind das für Platten? Musik ist schön. Dann da. Ob das Papa gefällt? Aber der guckt ja Football, der Basketball was, glaube ich. So ein bisschen Mama träumen. Okay, genießen wir mal ein bisschen. I'm a huntress for a husband lost at sea. If I had you here, braid our hair together. Wir haben festgestellt und herausgefunden, unser Vater ist Alkoholiker. Ach, Entschuldigung, wollte ich gar nicht wegdrücken. Unser Vater ist Alkoholiker. Unsere Mutter ist gestorben. I love listening to Mom's old records. Und if I smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code.
Und es geht darum wahrscheinlich, dass unser Vater arbeitslos ist. Die Familie möchte, dass wir... Und, ja. Dad loves his cancer sticks. Gross. What would they taste like? Wir haben alle schon eine Zigarette geklaut von unseren Eltern. Wir haben alle sie schon geraucht. Kann keiner sich freisprechen von. Also von daher, alles super. Ich brauch's versetzen nicht. Irgendwas liegt sie mit. Oh, was war das? Da habe ich doch was gesehen. Eine Kiste. Shoot, that's way too high for me to reach. Amerika, wahrscheinlich Waffe drin. Amerika, wahrscheinlich eine Waffe drin. Dad was so angry at the police. Okay, doch keine Waffe drin. Sehr geehrter Kommissar Lee, da Sie meinen Anruf und E-Mails nicht beantworten, schreibe ich Ihnen diesen Brief als weiteren Beweis, dass ich gewissenhaft an diesem Fall arbeite. Als Sie oder die Polizeibehörden es ist Ihre Pflicht, die Bürger und Steuerzahler zu schützen. Ich hoffe, ich höre bald von Ihnen, sonst werden Sie von mir hören. Mit freundlichen Grüßen, Charles Erickson. I remember Daddy yelling on the phone a lot. Mr. Charles Erickson, obwohl ich nachfühlen kann, was Sie in den letzten Jahren durchgemacht haben, fürchte ich, dass ich all meine Mittel in Bezug auf diese schwierige Ermittlung erschöpft habe. Falls Sie diese Angelegenheit ohne einen weiteren wütenden Nachricht besprechen möchten, bin ich jederzeit zu einem Gespräch bereit. In Bezug auf Ihren Fall stelle ich Ihnen noch Ihnen nur einen Monat Arbeit in Rechnung. Privatdetail, okay. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Sehr geehrter Mr. Erickson, wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Überwachungsaufnahmen von Asteroid Drive und Mental Street in der Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, außer sie sind ein Teil polizeilicher Ermittlungen. Dabei können wir Ihnen bei Ihren Anfragen nicht helfen. Wir hoffen, dass die örtlichen Vollzugsbehörden in Oregon Ihnen weiterhelfen, zukommen zu lassen. Oder lassen kann. Okay. Verkehrsunfall? Unsere Mutter hat durch Verkehrsunfall gestorben. Autounfall? Naja. Hier können wir nochmal hinlegen. Hier. I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Mhm. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Ich glaube, der steht da eher so aus anderen Gründen. Reparieren. Okay. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Nehmen. Yes. Und eine Zeichnung. I know this drawing sucks, but it's cool that Dad put it here. Ach, so schlimm ist es nicht. Da fand ich deine Rüstung, die du gemalt hast, sehr viel schlimmer. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt auflesen können, öffnen. Careful of booby traps. So, was haben wir denn hier alles? Okay. Ansehen. Lesen. Oh, guck mal, da steht eine Playbox. Basketball. Oh my God. Dad actually got me the new Playbox? No way! Glaub, das hätten wir nicht wissen dürfen. Okay. Dad never told me he had a new friend. Charles, es tut mir leid. Was ich letztens gesagt habe, war wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Niere. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen. Wenn du mich doch so glücklich machst, ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen und ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und Ich musste dir dies einfach sagen, damit du es verstehst.
Ich denke oft über uns beide nach. Daher hoffe ich, du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin. Ciao, Girl. Okay. Oder? Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Ericsson, ich bin 12 und will eines Tages professioneller Basketballspieler werden. Oh, Vater ist Basketballspieler, professioneller. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das letzte Spiel war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Okay. That's scary. Das ist gruselig. Versinkt ihr Leben in Alkohol. Sie sind nicht allein. Wir können helfen. Kontaktieren Sie. Alkoholismus überwinden. Repartierte Preise verfügbar. Okay, jetzt ist das eine Gruppe, die auch noch Geld kosten. Na, jetzt so we move because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Dachte ich mir schon irgendwie. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholten Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir diese tun, eines jeden Hausbesitzer verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir ihnen gegenüber mit mehreren Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten sie den ausstehenden Beitrag der Hypothek nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilien zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit ihnen klären zu können. Mhm. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Auch das haben wir schon irgendwo geahnt, dass er gefeuert worden ist. Deswegen der ganze Alkoholkostenzoom und der neue Suchen als Immobilienvertreter. Sehr geehrter Trainer Erickson. Ach, er war auch noch Sportlehrer, okay. Obwohl unsere Fakultät im Vermächtnis und ihr Engagement zu schätzen weiß, würden sie mehr als zweimal für ihre aggressive Verhalten gerügt und ihre Anbetracht der jüngsten Vorfälle bezüglich den Bierdosen im Schwimmbad nach Schluss bleibt uns nichts anderes übrig, als ihr Vertrag mit sofortiger Wirkung beenden. Aha. Also Choleriker und Säufer bei der Arbeit. Läuft doch. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen für alkoholbezogene Probleme an und hoffen, dass sie in Zukunft Erfolg haben. Das ist dann dieser Brief hier, der dazu gehört. Na, herzlichen Glückwunsch. Läuft bei dir. So, wir wissen, dass wir eine schöne Playstation bekommen. Nennen wir das mal Fußabdruck. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Das glaubt ihr sofort. Wer tritt denn bitte? Wer macht denn sowas? Tritt denn in die Tür rein? Was hast du hoch? Oh man, she loved this song. I haven't listened to it since for a long time. Wie vorbei, Papa? Long time. Achso, du hast die Schallplatte gehört. Wir reden mal mit Papa, wir reden mal. Hey. Hey, sports fan. You up for watching the game with your favorite MVP? Sure, Dad. How's the game going? We're kicking their asses, for once. I like it. Cool. I like it when the good guys win. Yep, me too. Ja, zumindest ist er noch... Hey, Box, vierte Regel. Wir werden definitiv nicht auf unser Weihnachtsgeschenk auf ansprechen. Nein, 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 wir werden so tun, als ob wir total überrascht sind. Aber wir fragen mal nach. Guck mal ein paar Spiele. Did you and Mom watch a lot of games? Actually, she wasn't a big sports fan. Really? Funny, huh? But she liked to sit next to me and read. You got that from her, for sure. That's cool. What did I get from you? Well, my hero skills, right? Okay. You won a lot of games, didn't you? That's what those trophies say. That's so cool that you were a sports hero. Yeah, it was. Everybody knew my name. I wish I could have seen you in action. Here you go.
Those were the good old days. Man, I hate even saying that, but they really were. I get confused by basketball rules. It's like math, you know, but fun. You just have to start watching more games. Maybe we can get a basketball video game and play together. That's not exactly how you learn to play, but it's a start. So, und jetzt gehen wir Tarek kaufen, okay? So, when do you think we'll go get the pine tree? I told you, right after the game. You're not gonna bug me all day, right? No. Sorry. Okay. I'll see you later. I'll let you watch the game now. Yeah, fine. Just get me when it's over. Get ready for the tree. Can we get one that's like 10 feet tall? Only if you cut one down, Viking. We might need a bigger castle too. Okay. So, was hat der da? Könnten die Statistiken sein, die er da schreibt. Okay, was ist hier? Oh, Lache. Scheit hinzufügen. Wir machen sie mal ein bisschen quickie warm hier für Papi. Damit er nicht so friert. Alkohol und dann. Oh Gott. Ah, ich wollte gerade sagen. Leb wohl, Holzscheit. Bye bye. Nein. Wir werden keinen Holzofen öffnen. Oh, die Autoschlüssel. Wir nehmen mal die Autoschlüssel. Die liegen da. Dad, I found your car keys. That's where they went. I swore I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Okay. Wir haben die Autoschlüssel gefunden. Da können wir den Fernseher eigentlich ausmachen. Ich kann gar keinen Basketball sehen. Guck mal, ich renne immer vom Fernseher rum. Was ist das denn? Wieder eine Zeitschrift. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. The Railroad Earth. Be potes on a San Francisco train. Ah ja. Okay. Ein Dino spielen. Der hat ihn bestimmt jetzt. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! I am more T-Rex, and you are my lunch. Roar! Verbrennen! Juckt in den Fingern, aber ich habe Angst, dass der dann das nicht so toll findet. Hm. Ach komm. Wo bleibt denn der Spaß? Der Bin. Bin. Diese Fantasie. Ach, wie süß. Okay. Guck mal, geht weiter. Das ist Full HD. Okay, auch hier sind die ganzen Trophies. Dad was so popular. Das war 2005. Dad never smiles like that anymore. Nee, Championship Winner 2005, okay. Das? If I could go back in time. I'd go see him play. He looks so different in his basketball outfit. Ja, unser Papa war mal ganz groß anscheinend. Da sind sogar die ganzen Unterschriften. Nummer 7 war er. War alles klar. So, Papi sagt, wir sollen den Schlüssel hier reinpacken. Dann tun wir das mal. Wir hören ja auf unser Papi. Viele hören ja nicht mehr auf ihre Eltern. Ja, aber ich tue das. So, Kinderzimmer, wir sollen uns ja anziehen für Bäumchen holen. Da waren wir drinne, da waren wir drinne. Dann gehen wir jetzt in unsere Kinder. Was? Wir wollen doch nicht fluchen? Was hast du gerade noch gesagt? Wir wollen nicht. Ach, da ist jemand eifersüchtig, dass er nicht spielen darf. Okay. Kieferhotel, okay. Hey Spider Baby, I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place.
So, wir haben hier auch einen. Oh, anrufen. This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Yes, hell of a dog. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Alles klar. Lieblingsbuch. I've read this one so many times. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Okay, mal gucken. Ist das Entchen Momo? Sind die seltsamen Dinge gegen Geschichten, Bilder und Ethan E. Ellie. Okay, Ethan E. Ellie. Ah, ja. So, Chris, danke, dass du das lesen durftest. Chris, danke, dass ich das lesen durfte. Jetzt bin ich an der Reihe, dir ein Buch zum Lesen zu geben. Dein Kumpel. Okay. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ganz viele Comics. DVDs. Mom bought me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. Nee, soll sie auch nicht, weil Comics sind viel wert in den Jahren. This is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. So, was haben wir sonst noch hier? Damit. Ja, Stachel, okay. Basketball. Leere Feuerwerkskörper, okay. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Ja. I wonder where he hid them. So. Was haben wir hier? Eine Wunschliste. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. So, was haben wir denn? Lieber Weihnachtsmann. Ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Hot Dog Adventure Playbox. Playbox-Konsole schwarz. Zeichenpapier plus Stift farbig. Was ist da durchgeschrieben? Müssen wir gleich mal gucken. Basketballunterricht mit freundlichen Grüßen, Chris. Das kann man nicht lesen. Okay. Ich dachte, er hätte da irgendwas geschrieben, was irgendwie wichtig ist. Okay. Ein Wikingerbuch. Ach, hier ist die Konsole in links. Only my brainwaves can activate the monitor. Ja, ich habe. Mal eine Runde zocken, mal gucken, was passiert. Grizzle. Yes. Na, wo hast du die Filme? Haha. Verbindung. Power. Okay. So. Da. Waffen. Captain Spirit doesn't need weapons. Warum hast du die dann? Just in case. Ah, der Notfall. Alles klar. Oh, was ist denn hier? Fenster ansehen. I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, alles gesehen, was wir sehen mussten, was irgendwie... Okay, da kommen wir auch nochmal. I hope I can draw as good as Mom someday. Ach, Mutter, also Mama war irgendwie Zeichenkünstlerin, Comiczeichnerin. Bis, da du meine eigenen Superheld sein wirst, in diesem Buch ein guter Anfang. Ist dieses Buch ein guter Anfang. Du kannst... alles sein, was ich nicht bin. Ich kann es kaum erwarten, für den Rest meines Lebens zuzusehen, wie du die Welt rettest. Ich liebe dich für immer. Super Mom. Alles klar. Ist ja sweet. So, Henry. Sorry. You're too cute to fight evil. Okay. Wir haben hier, da, dort. Das haben wir auch angeguckt. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Schrank können wir wieder schließen. Machen wir mal zu. Gehört sich für ein guter Sohn. Da oben haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Gut, dann gehen wir mal wieder raus.
Dann nehmen wir doch jetzt mal die Dosen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Die hier. Oh, machen wir ein bisschen. Nein, zu. Mach zu. Das da wollte man. Ausbringen. Ugh, I hate that beer can smell. Weil es gibt jetzt uns einen Grund rauszugehen. Mit T-Shirts. So, wir sind ein netter Junge gewesen. Können wir jetzt rausgehen? Können wir uns hier anziehen? Nein. Dann bin ich wieder raus. Ach, gut, er macht das freiwillig. Alter, Junge braucht mal neue Klamotten. Die sind ziemlich dreckig. Oh, ich mag die Musik ja, ne, in den Spielen. Schaufel, Schnee räumen. Wir sind einfach zum vorbildlicher Sohn. Hätte ich nie freiwillig gemacht. Aber ganz ehrlich, aber er ist ja ein Superheld. Er versucht ja alles zu machen, damit seine Eltern lieb sind. Auto, Nachbarn, ein kleines Haus, ne? Ach, um RT rennen. Okay. Was haben wir denn hier? Schrott ist immer interessant eigentlich. Könnte man voll sein Gescheck versteckt rausbasteln. Was ist denn hier? Haben wir Holz? Okay. Sieht voll wie die Höhle aus. Wir gehen erstmal, würde ich mal. Bleiben eigentlich die Fußspuren im Boden? Ja. Nein. Also so halbwegs. Also es bleibt zumindest hier ein bisschen, also wenn ich laufe. Aber die verschwinden wieder, so wie es aussieht. Ja. Die verschwinden wieder. Also ein bisschen bleiben sie, aber die verschwinden. Wäre lustig gewesen. Auch hier haben wir Bombom Auto. Oi. Dass er ein Problem hat, das war mir ja schon klar, aber dass er so eins hat. Oh, I could use this to make some cool armor. Fragen. One more piece and I'm almost done. So, was haben wir denn hier? Ansehen? I can't go anywhere without the keys. Ja, ich glaube, wir hätten das Auto mitnehmen können. Ein Auto fahren können. Ich glaube, wir wären nicht ganz so awesome gewesen. Ansehen, was ist hier? It sucks we don't use this landing bay much. It's so cool. Landebahn? Okay. Mal hier rein? Öffnen. Seek the magic key to unlock the portal to another dimension. Also, einen Schlüssel müssen wir da finden, okay. Dann suchen wir es gleich mal. Schneebeschwörer! Was this an app? I can't find Snowmancer looking like this. No fair. Okay, dann bauen wir den mal auf. Bauen wir den aufbauen. Oh, Snowmancer. This is sad. You used to be a good enemy. Look at you now. How are you supposed to train me to fight Mantroid like that? What can we do? Wir basteln uns einen Schneemann. Ach, flieg auch ab. Hier, du als Nase. Läufernase.
Hallo, Papa. So. Ansehen. Now the Snowmancer is ready for battle. Zigaretten als Haare. Zigarettenstimme als Haare. Ja, nice. Der Junge hat echt Fantasie. Das gefällt mir. So. Wollen wir den zerstören? Komm her. Ah, näher ran. In die Luft jagen. Showdown. Die Musik dazu. Süß. Na gut. Hat ein Auge verloren. Immerhin etwas. Das heißt, wir müssen irgendwo die unsere Feuerwerkskappe finden. Hier ist eine Schaufel, die kaputt ist. Oder damit was machen wir? Dad won't fix this one because it's too dangerous to fix. Okay. Können wir da irgendwie. Oh. Ja, auch klettern. Puppen! So, was haben wir denn hier? Alles Schönes. Alte Schüssel. Wir haben es alle schon getan. Kommt, verleugne mich deswegen nicht. Das haben wir alle schon getan. Wir haben alle als kleines Kind irgendwo Papas Zigaretten geklaut oder Mamas. Und haben mal eine heimlich geraucht. Slow, like Dad. Haben wir alle getan. Die schmeckt nicht, die erste schmeckt nie. Oh, man. Stop. Gute Idee. Ach. Okay. Haben wir das auch also hinter uns? Geheimversteck. Öffnen. Open Sesame. Dieser öffne uns. Ah ja. Geheimdekoder. Aha, nehmen. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Okay, nehmen wir das mal mit. Basketballkarten. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Okay. Das sind anscheinend die ganzen Spieler. Einer darf mit sogar Unterschrift. Okay. So, Briefe von der Schule. Ah, Briefe von der Schule. Ganz schlecht. Junge, versteckt das sowas nicht. Harry did say mean things about Dad. But I can't let him see this. Sehr geehrter Mr. Axon, ich wollte Sie wissen lassen, dass Ihr Sohn Chris diese Woche nach der Schule in einer Auseinandersetzung mit meinem Sohn Harry Sober. Hat nice. Den muss man ärgern. Und seine Freundin geraten ist. Chris
Muss ich was drücken? Yes! Ach, das war aber... Naja, ja. Nicht in einen Wurf alle. Komm, komm. Kann man eigentlich auf Ort nicht werfen? Ich bin jetzt einfach mal so kackendreist. Warte, ich dachte, Papa kommt jetzt raus. Warte, ich muss die Scheibe treffen. Ich will die Scheibe treffen. Moment. Kommt jetzt Papa raus? Nein? Den kann man doch noch irgendwo hinschmeißen, wo man nicht hinschmeißen sollte. Okay. Wir müssen die Bierdosen machen. Okay. Bin so schlecht da drin. Das, so, no, jetzt kommt so, so jetzt. Yes. Ach komm, da war doch in der Mitte. Der hätte doch beide wegmachen müssen. Wo ist mein Aim? Den ich nie hatte. Ah, da. Boom. Pow. Boom. Blam. Recycle that. Alles klar. So, was da? Okay, hier. Da. Ach so. Ach, wir müssen alle seine Schurken finden, kann das sein? Also seine Helden. Wir haben schon ein paar gefunden. Habe ich da echt nicht alles angeguckt? Was ist das hier? Hier, mir könnte Musterparty 2 spielen, aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren, okay. Wette, Metro versteckt sich auf dem Planeten. Das ist das da, das müssen wir auch noch. Und hier müssen wir auch noch was finden, okay. Dann gehen wir mal rein. Also, dann habe ich noch irgendwelche Helden vergessen anzuklicken. Das sollten wir dann nochmal eben tun. Also, ich möchte ja schon alles dann irgendwie öffnen. Und wie ich geahnt habe, Papa schläft. Das haben wir ja schon ganz früh gewusst. Diese Pappe. Okay. So. Autoschlüssel. Gib mir die Autoschlüssel. So, ich glaube, hiermit habe ich noch nicht gespielt. Na? Ooh, the shark stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! Was hat der für Spielzeug? That pedestrian better get out of the way. Ach komm, evil, da angreifen. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. Yay! You'll never run over anybody again. Captain Spirit. So, warte mal, haben wir. Gucken wir mal eben hier die Statue an. I miss playing ball with my friends. Oh, hat auch eine Trophy. Before we moved. Okay. Hat auch eine Trophy, alles klar. Seht ihr? Da unten ist jetzt wieder was dazugekommen. Wenn ich das richtig erkenne, fehlen uns noch 2 Helden. Okay, dann gucken wir mal. Dann haben wir hier noch. At least the Forest Warrior protect me from the Snow Ghost. So, jetzt haben wir's. Ah, jetzt haben wir's. Ha, ha, ha. Da haben wir es. Jetzt ist vollständig. Wow, das ist mal ein epischer Kampf. Sehr schön. Jetzt ist vollständig. Sehr schön. So. Was fehlt denn uns jetzt hier noch? Hier brauchen wir noch eine Augenbinde. Ah, warte mal. Wir haben noch die Schatzkarte bekommen. Da. Jetzt hier mal was gucken. Was? Ach so. Entschlüsseln. Time for Captain Spirit to put these pieces together. Ach ja, okay. Okay.
have to place it right. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Okay. Also es ist wahrscheinlich unser Haus. 1, 2, 3, 4. Was sollen wir jetzt da machen jetzt? Klärt jetzt immer noch nicht, was wir machen sollen. Also ich hab's nicht verstanden, was ich da jetzt machen soll. Also. Mal gucken. The treasure map is not secret anymore. It's mine. Okay. 1, 2, 4. Was? Wie? Was? Also wenn ich das richtig deute, müsste es im Schrotthaufen dann sein, ne? So, aber wir brauchen Kartoffeln. No superhero should wear those. But they're so comfy. Bequem. So. Wir brauchen noch einen anderen Schlüssel, oder? Aufwecken? Wir wollen Papa noch nicht aufwecken. Wir wollen. Lass ihn mal schlafen. Kann mal gucken. Wir brauchen noch die Schlüssel für die Garage. Oh, Strategiebuch. Da können wir mal gucken. Was hat er jetzt da reingeschrieben? Dad loves his dad notebooks. Okay, da dürfen wir nicht reinschauen. Alles klar. Hätte mich schon interessiert. So. Jetzt können wir die Whiskyflasche vernichten. Why does he drink that if it just makes him mad? Die war gerade noch halb voll! Säufer! Alter Schwede! Was ist das für ein Freak? Wir brauchen immer noch die Augenbinde. Weihnachtsschmuck. Dad doesn't want to set up Christmas decorations yet. Makes him think I'm off. Okay. Oh God, I hate going in there. Öffnen. Was ist denn da drin? Hab ich gar nicht gesehen. Mutig. Sei mutig. Wahrscheinlich der Heizungskeller. Oh mein Auge. Careful. I think I'm not alone. Episch. Wir sind mutig, wir stellen uns unsere Angst. Wir sind sehr, sehr mutig. Wow. Okay. You can do it, Captain Spirit. Ich dachte, wenn er wegguckt, kann ich da hinlaufen. Aber wir laufen. Wasserfresser. Bändigen. Wir haben unsere Angst. Ja, Quick Time. Ah, Power! Bei der Macht von Grayskull oder Weltraum oder was auch immer. Tame the water beast. Yay. Ach, guck mal da unten. Ja. Wir brauchen immer noch das Passwort vom Daddy. We never use this door in winter because of the snow. Okay. Wir brauchen aber immer noch unsere Augenbinde. So, wir haben jetzt die Autoschlüssel. Wie wäre denn das Passwort vom Handy? Ansehen. I'm sure I can beat my high score on Mustard Party 2.
Das wollte There's ich nicht my sehen. Hot Dog Man. Das wäre mal interessant. Ich habe noch nirgendwo gesehen, was für ein Passwort das sein könnte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der PIN das Jahr ist, wo er Erfolg hatte. Ist das mal 2005? Nö, war natürlich falsch. Ich wüsste gerne mal das Passwort. So, wir lassen Papi immer noch schlafen. Was ist das? Was war das? Okay, nix. Wir gehen wieder raus. Wir haben jetzt die Autoschlüssel. Mal gucken, was wir jetzt. Vielleicht können wir jetzt in die Garage reinfahren. Wir sollen es vielleicht nicht tun. Lalalalala. Kraftantrieb. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Okay. Können wir mit den Schlüssel denn jetzt die Tür öffnen? Dude, the freaking key should be inside the house. Der doofe Schlüssel sollte im Haus sein. Okay. Wir suchen einen Schlüssel. Du. Wo könnte denn der Schlüssel sein? Wo könnte denn so ein Schlüssel versteckt sein? Schmuckkästchen. Autoschlüssel ablegen. Nein. Wollen wir nicht. Hier haben wir schon genug Chaos angerichtet. Wir haben Glas kaputt gemacht. Das ist gar nicht gut gewesen. Da war die Kraft einfach zu mächtig. Das Glas hat da nicht mehr standgehalten. So, hier können wir Dings machen. Bücherregal. Können wir bei Papa einfach durchsuchen? I hate seeing him like this. So. Wo könnten denn die Schlüssel sein? Die müssten im Haus sein, sagt der Junge. Oh, vielleicht im Papis Zimmer? Gehen wir da nochmal gucken? So, schau mal. Kann man hier die Schubladen öffnen irgendwie? Nein. Da irgendwas? Nö. Schuhe? Nö. Einschalten? Haben wir das mal gemacht? Nö. Light on. Jetzt leuchtet zwar hier Licht, aber bringt uns nicht weiter. Da liegt auch nichts. Zigaretten, Stuhl, Tasche, Kiste, haben wir gesehen. Schrank war auch nichts, wenn ich mich richtig dran erinnere. Könnten denn die Schlüssel sein? Da. Comic, Handtuch, Robot. No diving today, Nemo. Okay, da ist auch nichts. Waren wir hier? Schminke! Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Dann. Machen wir das doch mal. Da haben wir unsere Maske. No one will guess my secret identity now. Captain Spirit. My suit is almost ready. After I get some paint. Are you? I wonder when I can start to shave. Superheroes shave? Nein, die kratzen sich einfach den Bart runter. Nie Wolverine gesehen. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. Das ist Zielübungen. So, wo sind denn jetzt hier die Schlüssel? Okay, wir haben jetzt die Maske. Jetzt können wir auch ins Auto erstmal gehen, ne? Also, dann tun wir erstmal Auto. Dann gehen wir erstmal ins Auto. Was sagt denn der Kipp? Mein Handy. Das sind mir neue Nachrichten. Menschen wollen mich. So, geht's aber. Auto, Power, Antrieb. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Aber Kostüm ist doch fertig. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Okay, was steht da? Sehr geehrte Mr. Erickson, ich bin Dr. Tamara Fallman vom Beaver Creek Sozialamt. Abkürzung BCSA, okay.
Als Repräsentanten des Grundschulbezirks in diesem County würden wir es begrüßen, wenn Sie mit Ihrem Sohn Chris Erickson zu einem Treffen am Montagnachmittag um 14 bis 15 Uhr in Ihrer örtlichen 14.15 Uhr, Entschuldigung, in Ihrer örtlichen Behörde in 2755 Water Streets erscheinen können. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie bitte uns unter Rom 55. Okay. Aber was? Wir haben riesengroße Probleme anscheinend hier in dieser Familie. Mein Kostüm ist fertig. Bild da rein. It sucks we don't use this landing bay much. It's so cool. Wo sollen denn die Schlüssel sein? Okay, wir haben noch ein Versteck. So, dann gehen wir mal das Versteck absuchen. Das haben wir ja auch noch. Das war irgendwie hier. Schlaufen, betreten. Ich finde das super. Diese Fantasie des Jungen, ey, hammerhart. Waren wir früher auch so? Nach links oder nach rechts gehen? Nach links. Nach links oder rechts gehen? Nach rechts. Nach links oder rechts gehen. Wir wiederholen das Ganze anscheinend. Auch gut. Gehen wir nochmal nach rechts. Nach rechts. Links oder rechts gehen. Nochmal nach rechts. Vielleicht sind wir einmal im Kreis gelaufen. Nach rechts. You better look at that map again. Okay, warte mal. Kann man die Karte nochmal hier von hier aus sehen? Okay, wahrscheinlich hat die Karte genau gesagt, wie wir laufen müssen. Also, ich meine, es war links, rechts, links. Links. Rechts. Also müssen wir gleich mal reingehen. Ich muss mal das, glaube ich, aufschreiben. Rechts. Dann links, links. Ich glaube, so war das irgendwie auf der Karte. Da müssen wir gleich mal reingehen. Links. Nochmal links. Was für eine Fantasie? Ich finde das super. I forgive you, Mother. I can hear you. And I love to be near you. But every road leads to an end. Yes, every road leads to an end. Your apparition passes through me in the willows and five red hens. You'll never see us again. Who is the boss? You'll never see us again. Home is so pretty.
I miss Mom's smile. Tja, das müssen wir wohl nicht kommentieren, ne? So, haben wir das auch entdeckt. Das traurige Geheimversteck. Der teuerste Schatz. Wir müssen jetzt immer noch irgendwie da reinkommen. Dafür habe ich keinen Schlüssel. Dude, the freaking key should be inside the house. Ja, wo soll er denn sein? Aber wir können mal Briefkasten gucken. Da war ich noch gar nicht dran. Briefe, Briefe, Briefe. Öffnen. Oh, was ist das? No way. For family, come play with your gun. Typisch Amerika, ne? Ah, Pass. Spaß für die ganze Familie. Komm und spiel mit euren Waffen. Alter. Oh, jetzt ernsthaft. Angebot Showdown und Show zu den Feiertagen. Den ganzen Tag, Samstag und Sonntag, Eastwood. Ja, lass uns mit Waffen rumspielen. Es ist ja auch so ein schönes Spielzeug, mit Waffen rumzuspielen. Wo geht's denn eigentlich hin? It's not safe out there. Yeah, Dad. I know. Okay. Gut erzogen. Im Haus soll ein Schlüssel sein. Wo haben wir denn noch nicht geguckt? Was haben wir übersehen? Oh, Alter. Wir müssen das Handy knacken noch. Passwort. So, Telefonnummern. Nutzen. Ah, die Reinhardt anrufen. Geht hier keiner ran? Come on. Hello? Mrs. Reynolds? Hello? Okay. Darth Vader! That was weird. Ja, war es auch okay. Wir brauchen immer noch den Schlüssel. So, Handy, Schlüssel, Feuerwerkskörper. Irgendwo sind hier auch Feuerwerkskörper versteckt. Wo sind sie? Feuerwerkskörper? Das sind die Fotos, das sind die Bücher. Guten Morgen, Tietz Meets. Keine Ahnung. Kann ich gar nicht sagen, ob es für die Konsole schon existiert. Oh, was ist das? Autoschlüssel ablegen. Wo würde ich denn als Vater die Feuerwehrskörper verstecken? Alter. Deine Ecke. Da. Nein. Ansehen, da auch nicht. Da können wir nicht mehr rein. Wo würden wir die denn verstecken? Ist for free. Ja, ist for free. Wo könnten die Feuerwerkskörper sein? Da nicht, da auch nicht. Das ist das. In Zweifel für den Angeklagten, wenn wir jetzt nichts finden, müssen wir Vater mal weg. Mal gucken. Also ich glaube, im Bad ist das auch nicht. Im Schlafzimmer war ich doch jetzt auch schon zu oft. Was sind die denn? Ich gehe, dass die Feuerwerkskörper wahrscheinlich irgendwo in der Garage sind. Da sind sie wahrscheinlich. Aber wo ist denn dann der Schlüssel zur Garage? Können wir nochmal hier gucken? Ein Basketball. Dad used to always talk about this basketball. Okay. Kiste, da ist nichts. Da ist auch nichts. Das ist das Weihnachtsgeschenk, was wir bekommen werden. Briefe haben wir alles schon gesehen. Alles nicht das, was wir brauchen. Wo ist denn jetzt dieser Schlüssel? Da ist das Bett, da können wir nochmal hinlegen. Hier können wir nochmal eine Platte abspielen. Nochmal eine Runde Zigaretten. Da an der Kiste waren wir auch schon oben.
Da sind auch nur Briefe drin. Das ist das Parfüm von Mami. Hier war auch nichts. Das Bild hatten wir uns angeschaut. Den Fußabdruck haben wir uns angeschaut. Wo ist dieser Schlüssel? Der Schlüssel muss doch rein theoretisch dann irgendwo hier sein. Da oben ist auch nichts. Also, wenn ich ein Schlüssel wäre, dann würde ich ihn doch hier hinpacken, zu dem Autoschlüssel. Aber da ist er nicht. Da der Autoschlüssel aber da hinten schon war, also hier hinten in der Ecke, wo ist dann der andere Schlüssel? Ah, da, ich sehe ihn. Da hängt der Ring. Ja, da ist er. Haha. Garagenschlüssel. Nehmen. Mein. Versteckt ihn doch nicht von mir. So was tut man nicht. Man versteckt keine Schlüssel vor seinen Kindern. Euer Wächskörper, ich komme mal. Ich gehe davon aus, dass sie in der Garage sind. Wir können in die Garage. Yay. Öffnen. Jetzt geht's los. Oh, dunkel. What made that noise? Das sieht nach einem Hamster an. Mach mal Licht an. Licht. Danke. Oh, ist das hier? Kombischloss. Hier vielleicht 2005? What kind of code would he use? 2005 vielleicht. Yes! Ja. Das ist das, wie komme ich auf das Passwort? Der Vater hat 2005 Erfolge gehabt. Und deswegen dachte ich mir das. Verwechselbar! Now I'm ready to rock. Jetzt können wir den Schneemann in das Jahr. Dad. So, Grandma and Grandpa were so nice. I wish we saw them more. Lesen. Liebe Charles, danke für deine liebe Nachrichten und die Blumen für Christens Geburtstag. Sie bedeuten immer mehr, wenn sie von dir kommen. Wir vermissen euch und würden gerne sehen, wie Chris aufwächst. Genau wie du vermissen wir Emily jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wir wissen, dass Trauer ein Teil deines Lebens ist. Also vergiss nicht, dass wir oft an dich denken. Wir sind immer für dich da, so wie du für uns da warst. Für immer. Bitte melde dich bei uns und lass uns feststellen, wann wir uns sehen können. Du bist ein Teil unserer Familie und immer in unseren Herzen und Gebeten. Mit Liebe, Peter. Oh. Oh, was ist das für ein Ordner? Ortsansässige Frau stirbt nach Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Unfallflucht mit Todesfolge, die am Dienstagabend, dem 16. Dezember 2014 um 19.15 Uhr bei Mental Street in Asteroid Drive stattfand. Das Opfer, identifiziert als Emily Erickson, 28, Uhr sehr jung, aus Beaver Creek, Oregon, entfernt sich von ihrem lieb gebliebenen Auto, als sie frontal von einem nicht identifizierten, zu schnell fahrenden Vehikel getroffen wurde. Sie hinterlässt einen Ehemann und einen Sohn, die zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zugegeben waren. Kommissar Anderson sagt, die Überwachungsvideos konnten wichtige Hinweise enthalten. Wir betrachten dies als Totschlag durch Fahrerflucht. Wer Informationen zu diesem Vorfall hat, sollte anonym der Polizei-Hotline von Beaver Creek unter bla 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 anrufen. Okay. I know Dad spent a lot of money on the funeral. Oh. In liebevoller Erinnerung an Emily. Lee Erickson, Emily Erickson, 28, geliebte Ehefrau, Mutter und Tochter, verließ unsere Welt viel zu früh am 16. September 2014 in Beaver Creek, Oregon. Emily kann am 25. Januar 1986 in Eugene, Oregon, als Tochter von Peter und Kristen Wade zur Welt. Seit dem Kindergarten war sie eine leidenschaftliche Zeichnerin und später eine der besten Schülerinnen an der High School von Eugene. Sie gewann verschiedene Kunstwettbewerbe und einen wertvollen Stipendium für den angesehenen Blackwell Academy. Blackwell, es müsste jetzt bei allen Life is Strange Leuten klingeln, in Acadia Bay, Oregon. Nach ihrem
Abschluss kehrten sie nach Eugen zurück und heiraten am 1. Mai 2006 ihren Freund aus der Highschool, Charles Erickson. Emily und Charles zogen 2007 nach Beaver Creek, Oregon, wo sie später eine erfüllte Karriere als Kindergärtnerin einschlug und junge Menschen zur Kunst inspirierten. Emily und Charles wurden am 8. Februar 2007 mit einem wundervollen Sohn Chris gesegnet. Emily aufrichtig und humorvoll Online-Comic-Strip über ihr Familienleben brachte ihre bescheidene Anerkennung ein. Sie hinterließ ihren Ehemann Charles, ihren Sohn Chris und ihre Familie, ihre Eltern Peter und Kristen. Die Beerdigung ist für 12 Uhr am 20. Dezember auf dem Willem Hill Friedhof in Eugen geplant, mit anschließendem Empfang. Freunde und Familie sind eingeladen, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Okay. Noch was? Prüflassen. Now I can color Captain Spirit just like my drawing. Blutzen. Captain Spirit! Das Kostüm ist fertig. Captain Spirit to the rescue, and it's time to visit Mantroid's home planet for a change. Alles klar. Yeah! So. Müssen wir noch Handy knacken rein, theoretisch? Und hier Kiste. Alte Kiste. Ansehen. This is where Mom went to school before we came here. Wir sind sehr geehrte Emily Erickson. Als Direktor der Blackwell Academy wollte ich Ihnen persönlich schreiben und Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung des Kunstprojektprogramms an unserer angesehenen Schule danken. Wir stellen Ihre Arbeit immer gerne zusammen mit den Werken anderer der langen Liste an Aluminium aus. Alumni? Ein Alumni? Egal. Wir alle hier erinnern uns gerne an Sie. Danke, dass Sie an uns denken und wir hoffen, dass Sie uns bald besuchen. Uns selbst zu sehen, wie ihre Spenden unsere Träume und am Leben erhalten. Rels, da ist er ja wieder. Mom didn't go to art school because of me, but she was already an amazing artist. Liebe Emily, wir erhielten deine Bitte von Exoma Trulkul, bla 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 und so weiter. Okay. Oh wow, I remember when Mom drew that. And Dad couldn't stop laughing. Good night. Hey, good night, handsome. Honey, you got a cold again? I told you to eat more fruits. Ja, mehr Früchte halten dich warm. Esse Obst, damit dir warm bleibt. Aber hier sind, Ordner, da ist noch was. Mom and Dad always talked about how they met at school. Okay, was haben wir hier? Nachbarschaft im Blickpunkt. Der Sportler und die Künstlerin. Urteil, zwei Bücher, nie nach ihren Einband. Das ist das Motto dieser kuriosen Pärchen aus Eugen. Beide schlagen Wellen in ihre jeweiligen Gebieten und deshalb stellen wir sie in dieser Ausgabe von Nachbarschaft im Blickpunkt vor. Really? Emily Wade ist eine Comiczeichnerin, deren Gäste reiche Werke über ihre merkwürdigen Kleben in Print und im Web erschienen sind. Auch auf der Seite dieser Zeitung. Sie heißt laut eigener Aussage alles, was mit Sport zu tun, sie hasst. Genau. Hat und ist doch verlobt mit Charles Erickson, ein lokaler Basketballstar, von dem man munkelt, er würde bald zu den Orange and Ducks gehören. Da ist ja nichts draus geworden. Ironischerweise lernt die zwei sich von sich in einer Bücherei kennen und fanden die wahre Liebe zwischen Bücherstapel, während sie gemeinsam für die qualvolle Abschlussprüfung lernten. Ich bin Mathe, sie ist die Kunst.
sagte ein erröteter Charles eindeutig ein verliebter Mann. Was ein und dieselbe Sache ist, nur von verschiedenen Seiten, fügte Emily mit einem warmen Lächeln hinzu, während sie die Hand ihres frischgebackten Verlobten hält. Oh, wie süß. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. Oh, schönes Bild. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. Da, der war aber schon groß. Da war schon groß. Und die Musik dabei. So. Ich glaube, hier gibt es ansonsten Wanderstiefel. Dad never threw away Mom's hiking boots. Good. So, da haben wir das auch erledigt. Hier war dann nichts. Gut, dann haben wir unser Feuerwerk. Wir haben uns angemalt. Ich habe das Gefühl, dass er gerade irgendwie. Doch, der hat noch Schminke drauf. Okay. So, Schneemann. Deine letzte Stunde hat geschlagen, Mr. Schnee. Wie hieß du? Schneebeschwörer. Letzte Stunde hat geschlagen. In die Luft jagen. In die Nase. Now you are ready to battle with Captain Spirit. Auf geht's. Yes! So cool! Snowmancer almost froze the whole city until Captain Spirit melted him. So. Und jetzt reisen wir und hauen unseren letzten Endgegner auf den Kopf. Captain Spirit auf der Reise zur Macht. Ich hoffe, du machst keine Scheiße. Okay. Here I come, Mantroid. Ich hoffe, es passiert nicht das, was ich befürchte. Let's get going. This is Captain Spirit. You copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Emergency! SOS! Crash landing! I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! Epic! The planet is so dark. And the sky is so red. Like blood. No wonder Mantroid lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. What's the sound? Was für ein Geräusch? Something is coming. Or somebody. Damn, come to my planet.
Mantroid, show yourself, you coward! Das ist der Nachbar? Geh davon aus, dass wir da vorne hin müssen. Nein, ich bin Captain Spirit, ich vernichte dich! Okay. Das trifft gerade in eine ganz andere Richtung ab. This time, you won't get away from me. I don't have to get away because I'm everywhere. Fight me instead of hiding. Was dann das hier der Unfall war? Dass er sich den stellen muss? Ah, scheint so. Time event. Ja. Die Straße, wo seine Mutter umgekommen ist. Pay for what you did, Mantroid. I swear. Er will eine Straße Okay. Hammer. Ja, das mit dem Handy irgendwie. Schade. Also ich wüsste nicht, wie das Passwort ist. Aber wir haben jetzt alles gemacht. Wir gehen jetzt Papa aufwecken. Wir holen uns jetzt den Weihnachtsbaum. Ich hoffe, der macht da mit. Das bin ich böse. Und zuerst, ich hoffe, wir können auch die Autoschlüssel vorher wegstimmen. Er muss ja nicht mitbekommen, dass wir im Auto gespielt haben. Oder? Komm mal. Ja. Haben genug gespielt. Schlüssel wieder zurück. Die ganze Zeit. So, dann wecken wir ihn mal. Dad, you sleeping? Nach dem ganzen Alkohol, kein Wunder. Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? Oh, no. Fuck. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? Weil du das gesagt hast. You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris.
I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Kleiner, kleiner... Ich schluck mal alles runter gerade. Das sieht nicht nach Kirchenvertreter aus. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? Just, you know, cleaning up the house and stuff. On a beautiful Saturday like this, you should be playing instead. I even saw you clearing the snow out of the alley, so I hope you don't work all day. Well, it's laundry day. Dad's watching the game, so... That explains all the beer cans. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Baumschiffchen, wir haben nichts gehört. Okay, wir schützen Papa. Yeah, of course. We didn't hear a noise. Are you sure? Lordy, I thought, I don't know, but it was loud. And there's no other houses around. You probably heard me and my dad watching the game. He kind of go crazy, so. You're not the only one. I must be hearing things. I hope you have something else planned for today. Eltern kaufen. Oh yeah, me and my dad are gonna go buy a real pine Christmas tree. Oh, that sounds like fun. Stephen and I better get one.
Aber ich möchte es gerne weiter erleben. Ich möchte gerne wissen, kriegt er seinen Weihnachtsbaum? Was wird mit der Konsole? Werden sie doch noch eine glückliche Familie? Kriegt der Vater einen Job? Ich würde es gerne wissen. Und ich würde es auch gerne weiterspielen. Also deswegen freue ich mich, wenn die zweiten Teile rauskommen. Oder die Geschichten weitergehen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich Life is Strange 2 ist. Oder ob das eine eigene Geschichte ist im Life is Strange Universum. Das weiß ich halt nicht wirklich. Also ich kann es nicht wirklich beurteilen gerade. Weil ich lese die ganze Zeit, dass auch Life is Strange 2 im September kommt. Und ich weiß nicht, ob das wieder eine eigenständige Geschichte ist. Für mich ist das jedenfalls ein schönes Werk gewesen, für 2 Stunden kostenlos bei Steam zu haben. Wenn es euch gefallen hat, spielt es selbst. Unterstützt die Entwickler natürlich. Da haben wir sie nochmal. Und Dontnod unterstützt die. Das ist wirklich ein super Unternehmen, finde ich. Also die Entwicklung finde ich super. Die Grafik und das Design vom Spiel auch top. Ne, Musik generell, also die Musik ist so richtig zum Mitnehmen. Und ich muss immer wieder sagen, ich finde diese Fantasiemomente des Jungens, wenn er plötzlich sich da vorstellt, wie zum Beispiel das mit dem Wasserboiler, wie er sich da vorstellt, dass das ein ganz böser, dunkler Raum ist und wie auch der, wie er dann zu ihnen schaut, wenn er sich bewegt, wenn er sich nicht bewegt, guckt das Ding weg und so. Bombe. Super. Oder wie er sich halt vorstellt, wie er diesen Schneeband zerstört oder diese Reise zu dem Ort, wo seine Mutter gestorben ist. Also super, super, super. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Und ja, die Credits sind sehr, sehr lang. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles erzählen soll. Ich kann es nur sagen, ich bin sehr begeistert davon. Wenn ich das Spiel eine Note geben müsste von 10, von 0 bis 10, würde ich dieses Spiel schon eine 8 geben. Sind halt noch ein paar Unstimmigkeiten. Mir fehlt zum Beispiel diese Flexibilität wie in Life is Strange zum Beispiel. Die fehlt mir so ein bisschen. Die Entscheidungsgeschichten. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, einen Schlüssel wegzunehmen, oder dann entscheiden, stelle ich mir das nur vor, oder hätte ich das Auto angefahren oder so. Solche Sachen, die haben mir so ein bisschen gefehlt, die auch die Geschichte so ein bisschen beeinflusst hätten. Das fand ich im Life is Strange ein bisschen besser. Oder auch die versteckten Secrets, die haben mir auch so ein bisschen gefehlt, aber okay. Es ist kostenlos und für 2 Stunden kann man da einfach überhaupt nicht meckern. Also für 2 Stunden Spiele habe ich schon Geld hingelegt für 10, 20 Euro. Wir haben hier ein kostenloses Spiel in Top-Qualität bekommen. Und ich kann es nur sagen, ladet euch runter, spielt es selbst. Habt Spaß. Falls ihr nochmal alles sehen möchtet, wie ich es gespielt habe, oder ihr es selbst spielen möchtet und nochmal gucken möchtet, was ich gemacht habe, dann könnt ihr es nachher noch auf YouTube gucken, weil dafür habe ich es ja schließlich gemacht. Das ist schließlich eine YouTube-Let's Play-Live-Session, die ich hier gemacht habe. Und ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben, alle, die Spaß dabei hatten und auch ein bisschen mitgefiebert haben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich lasse noch ein bisschen die Credits laufen, aber ich halte jetzt die Klappe. Dann bis denne. Nee, ich bin's, euer Panoram.
So, da sind wir dann schon wieder kurzerhand. Das sind so meine Superaufgabenliste gewesen. Da kann man mal sehen, was man alles so erledigt hat. Wie gesagt, das haben wir halt nicht gemacht, weil ich einfach diesen Handycode nicht gefunden habe. Vielleicht finde ich den im zweiten Durchgang nochmal oder wenn ich das nächste Mal das spiele. Weil würde mich schon mal interessieren, wie das Spiel ist. Vielleicht schreibt ihr auch in den Kommentaren, hey, Panu, das Handypasswort ist sowieso. Ja? Das wäre mir dann auch schon hilfreich, wenn ihr das gefunden habt. Oder ihr schreibt am besten mal, guckt doch mal da und da oder liest hier nochmal das und das durch. Das könnte der Hinweis sein für, ne? Das wäre auch hilfreich. Also ihr müsst ja nicht unbedingt direkt mich auf die Nase stupfen. So. Life is Strange 2. Kaufe Life is Strange 2. Ich glaube, das seht ihr gerade nicht. Doch, ihr seht's. So, das ist Life is Strange 2. Das Sequel zum preisgekrönten Life is Strange kehrt mit einem neuen Adventure in 5 Teilen von Dotinot. Gut. Mehr als dieses Video kennen wir nicht. Kostet 40 Tacken. Kaufe ich jetzt noch nicht, weil ich im Moment nicht die Kohle dafür habe. Und dann kriegen wir halt noch diese Sachen dazu. Ja. Aber wir können uns mal die Extras angucken. Hauptmenü. Die Frage ist, geht es um Spirits weiter? Das ist natürlich die Frage, ob es um Captain Spirit weitergeht. So, wir wollten noch die Extras angucken. Extras da. Mitwirken und Dokumentationskredit. Okay, das sind dann die Briefe. Hier kann man nochmal alle Briefe, alles nochmal durchgucken. Alles klar. Alles, was ihr gefunden habt, könnt ihr hier nochmal so lesen. Interessant. Das sind die Mitwirkenden. Das ist nochmal der Abspann. Alles klar. Shoot! Wie man spielt, Einstellungen, haben wir alles nicht gesehen, neues Spiel, fortfahren, wunderbar. Gut. Wir haben das Spiel durch. Captain Spirit. Ich habe mich für das dunkle Outfit ausgesprochen. Ihr könnt natürlich was auswählen, was ihr immer wollt, wenn ihr spielt. Wenn euch es gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, schreibt ein bisschen in den Kommentaren und hinterlasst auch auf Twitch einen Like für die anderen Spiele, falls eben nochmal sehe immer steht, was ich sonst noch spiele. Heute werde ich noch Diablo weiterspielen, Diablo 3, weil ich möchte ja meine Paragon 1000 noch irgendwann erreichen und das geht nicht, wenn man nicht spielt. Ich werde jetzt erstmal frühstücken und ich werde mir jetzt erstmal irgendwas Leckeres zu essen machen. Dieser Abschied ist jetzt generell nur für die Leute auf Twitch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Pano. Tschüss.